Einen schönen guten Abend zur Pressekonferenz nach unserem heutigen Auftaktspiel in der UEFA Europa League. Didi Wimmer, darf ich dich bitte zuerst um dein Wort bitten und um ein kurzes Fazit zur heutigen Begegnung. Vielleicht kurz auf den Dolmetscher. Ja, welkom. Seit der Welt ist nie nötig, das Vertrauen in Niederland zu übermachen. Okay, das ist okay. Brauchen keine Übersetzung. Ja, also jetzt kurz darüber spielt es so, dass man nicht sehr, sehr enttäuscht ist, weil ich denke, dass heute ein Spiel war, wo eigentlich X gerechter gewesen wäre. Wenn man jetzt das Spiel hernimmt, die erste Halbzeit, war es für uns so, dass wir vielleicht nicht diese Ruhe in unserem Spiel gehabt haben, das, was man international benötigt, auch in den Umschaltsituationen haben wir den Ball vielleicht zu ungenau gespielt, aber war auf ein Genk eigentlich vielleicht optische Überlegenheit da, aber jetzt nicht wirklich, dass wir große Angst gehabt haben und haben dann eigentlich am zweiten Abschnitt des Spiels oder zweiter Halbzeit war dann eine komplett andere Mannschaft am Platz, die wirklich in die Zweikämpfe drin war, die was nach vorne gespielt hat und haben dann kurz vor dem Gegentreffer haben wir eigentlich eine sehr gute Umschaltsituation gehabt und kriegen dann im Anschluss das 1-0, wo man vielleicht das besser verteidigen können. Dadurch ist es schon sehr, sehr bitter heute, weil ich denke, die Mannschaft hätte heute definitiv X verdient. Manu, gratuliere dir zu deinem Debüt für Rapid. Bitte auch dich kurz um ein Fazit. Wie hast du als Spieler auf dem Feld gesehen? Als erstes war ich überglücklich, dass ich mein Debüt für diesen großartigen Verein habe machen dürfen. Es war ein unglaubliches Gefühl, vor so einer Kulisse zu spielen und vor diesen Fans war wirklich einzigartig. Aber wie es der Trainer auch schon gesagt hat, ich bin eigentlich auch sehr enttäuscht, dass wir am Schluss nichts mitgenommen haben. Ich glaube, vor allem zweite Halbzeit sind wir sehr gut ins Spiel gekommen, haben auch einige Chancen gehabt und mit ein bisschen mehr Glück können wir da auch mit 3 Punkten nach Hause fahren. Ich darf euch jetzt bitte ein kurzes Handzeichen bitten, falls es Fragen gibt. Christian Hackel. Aber trotz dieser ängstlichen ersten Halbzeit hat eigentlich Genk nur eine einzige Torschance gehabt in der 13. Minute. Das war ja eigentlich, wir haben kann man sagen, dass man das eigentlich ja gut gestanden ist. Es war offensiv zu wenig. Ja, ich würde jetzt sagen, dass wir hinten wenig abbrennen lassen. Aber nach vorne hätten wir durchaus andere Möglichkeiten vorfinden können, wenn wir es besser gespielt hätten. Aber es war jetzt nicht so, dass wir jetzt große Probleme gehabt hätten. Das darf ich jetzt auch nicht sagen, aber wir hätten es vielleicht möglicherweise schon leichter machen können, wenn wir in erster Halbzeit ähnlich gespielt hätten wie in zweiter Halbzeit. Aber andererseits, internationale Spiele sind nicht so, da muss alles passen und hat dann zweite Halbzeit eben weit besser gepasst die erste. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn es gar keine Fragen mehr zu diesem Spiel gibt, Alexander? Alexander Huber vom Kurier, bitte. Eine Frage an den Manu, weil du hast relativ abgeklärt gewirkt. Es war doch das erste Spiel für Rapid. Sechserposition spielst du auch nicht immer. Gibt es in solchen Spielen irgendwie Nervosität oder war es eigentlich für dich eher beflügelnd? Also klar war ich auch ein bisschen nervös vor diesem Spiel. Ich glaube, ein bisschen Nervosität ist normal, aber wie gesagt, ich bin ein Spieler, ich glaube an meine Stärken und ich habe gewusst, ja, es wird ein einzigartiges Spiel, mein Debüt für Rapid, Debüt in der Euroleague, aber ich habe selber zu mir gesagt, ich bleibe ruhig, glaube an meine Stärken, schaue, dass ich meine Stärken ins Spiel einbringe, dass ich simpel spiele und so möglichst gut der Mannschaft helfe. Eine Frage an den Trainer, ihr habt letzte Saison relativ viele Spiele am Schluss entschieden oder zumindest einen Punkt geholt, diese Saison läuft es anders. Ist es schon Zeit, da noch Gründen zu suchen oder kann das momentan auch nur Pech sein? Na, Gründe wird man immer finden, wenn man sie finden will. Natürlich ist es für uns ärgerlich, dass es jetzt so passiert. Hättest du eigentlich in den letzten Minuten immer alles besser verteidigen können, ohne Zweifel. Aber ich denke, man hat im Fußball leider so Phasen, die müssen schleunigst abstehen, ist auch keine Frage. Aber ich denke, wenn man spät Tore kriegt, ist halt in Wahrheit ärgerlich, weil du dann eigentlich immer zurückschlagen kannst. Das ist das große Problem. Gibt es noch weitere Fragen zur heutigen Begegnung? Wenn nicht, dann habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen für das Spiel am Sonntag gegen RB Salzburg. Rainer Bortenschlager, Kronenzeitung.
Was die letzte Chance ist für Salzburg, Richard Streving, Robert Lubicic, gibt es da Hoffnung, dass der wieder zurückkommt, vor allem der zwei länger aus. Vor allem ist Richard Streving, aber ist es jetzt länger, da wird man auch nicht nur ein Spiel probieren, wann wieder nicht. Bei beiden ist es so, dass ich, dass es am Sonntag gehen kann oder auch nicht. Also ich muss jetzt wirklich sagen, Robert habe ich mit dem Arzt gesprochen, es ist machbar, aber ich will schon dazu sagen, die Gesundheit meiner Spieler ist mir bei weit wichtiger, wie ein Fußballspiel. Ich denke, der Junge hat jetzt noch so viele Spiele vor sich und wenn ich jetzt rein jagen würde in das Spiel, glaube ich, wäre er ein schlechter Trainer und ein schlechter Mensch, weil wir ja noch genügend Spiele haben in dieser Saison. Wenn es das letzte Spiel wäre und es geht um die Meisterschaft, würde es mir vielleicht überlegen, aber in dem Fall werde ich schon seine Meinung mal gut anhören, bei beiden Spielen eigentlich natürlich. Christian Hackl, bitte. Salzburg ist ja an sich schon schrecklich, klingt fürchterlich. Jetzt haben die auch noch zwei Tage Pause mehr. Ich meine, wie kann man in diese Partie gehen? Und eine Zusatzfrage, weil jetzt ist der Ball auch schon irgendwie für dich so weit für einen Startelf, weil heute hast du ein sehr gutes Debüt da gemacht, steht das nächste da bevor? Oder tut man nicht einen jungen Spieler gleich gegen einen noch dazu ausgeruhten Master einsetzen? Abgesehen, dass sie ausgeruht sind, aber es ist, man hat es ja, glaube ich, am Dienstag gesehen, dass die ein unglaublich gutes Spiel gemacht haben. Und wir reden jetzt schon seit 10 Jahren, dass das unglaublich gute Wahl für österreichische Verhältnisse ist. Und hat sich ja nichts verändert. Jedes Jahr hören wir, dass sie jetzt schlechter werden, aber sie werden jünger und werden eigentlich nicht schlechter. Und deshalb ist das für uns auch eine schwierige Aufgabe dort. Aber trotzdem ist es so, dass wir hinfahren, dass wir die erste Mannschaft sein wollen, die dort punktet. Und dass man da natürlich eine sehr, sehr gute Leistung braucht, ist auch keine Frage. Und natürlich spricht vieles gegen uns, ist auch logisch, weil wenn du jetzt heute ein Match hast, dann kurz vor Ende des Spiels die Niederlage besiegelt wird und jetzt eigentlich die beste Mannschaft von Österreich kommt, werden viele meinen, das ist ganz klar schon. Und wir wissen ganz genau, nur eine Top-Leistung kann da zu Punkten führen und wir müssen so weit mal schauen, dass wir uns gut regenerieren und dass hoffentlich kein weiterer Spieler irgendwas Wehwehchen hat, weil das wäre dann ganz schlecht. Und Ballo ist so, dass er natürlich jetzt einmal mittrainiert hat und ist ja nicht so, dass die Situation in der Offensive so ist, dass wir jetzt Reservoir an Spielen hätten. Es ist einfach, und wir müssen jetzt wirklich schauen, ob die Spieler alle fit sind. Also ist möglich, aber ich muss jetzt mal schauen, wie die Jungs beieinander sind morgen. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn nicht, dann sagen wir vielen lieben Dank, wünschen allen eine gute Heimreise, insbesondere unseren Gästen aus Belgien. Danke.